Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Heute möchte ich euch Bücher vorstellen, die in der letzten Zeit für mir eingezogen sind. Dieses Mal sind ganz viele Bücher dabei, die irgendwie im Rahmen meiner Arbeit zu mir gekommen sind. Ich arbeite ja als Journalist und habe das Glück, dass ich sehr viele Buchhandlungen zu Gesicht bekomme und dass ich auch mit sehr vielen Verlagsmenschen sprechen kann. Und dabei fallen natürlich auch immer wieder mal Bücher ab, die ich eben für meine Arbeit auch benötige. Zum Beispiel habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, dass ich aus dem Thienemann Verlag die Jubiläumsausgabe von Michael Endes Die unendliche Geschichte bekommen habe. Illustriert wurde das Buch von Sebastian Meschenmoser. Der hat wirklich ein Jahr lang dran gearbeitet, ist nach Italien gefahren, hat riesige Ölmalereien angefertigt und ich freue mich jetzt wahnsinnig aufs Lesen, denn ich muss dazu sagen, dass die unendliche Geschichte das erste Buch war, das ich als Kind gelesen habe, das mich so richtig umgehauen hat. Und es ist auch nicht übertrieben, wenn ich sage, dass es für mich so eine Art literarisches Erweckungserlebnis war. Diese Geschichte, in der der Protagonist Bastian in dieses Buch hineingezogen wird, das Spiel mit den verschiedenen Ebenen, das hat mich so geflasht, das hat mich einfach so verzaubert, dass es dazu geführt hat, dass ich richtig Bock hatte, weitere Bücher zu lesen, die vielleicht annähernd so gut sind. Jetzt muss ich dieses Buch eben für die Arbeit rezensieren. Das ist ein ganz schöner Brocken, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Mehr als 1,5 Kilo, nicht besonders handlich, um ehrlich zu sein, aber es ist toll illustriert. Heute malt eigentlich ja niemand mehr in Öl. Also der Thienemann Verlag hat sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen, um diesen Klassiker neu einzukleiden. Ich hoffe jetzt, dass das Buch mich genauso verzaubern kann wie vor mehr als 20 Jahren. Dann wurden mir auf meiner letzten Buchhandelsreise zwei Bücher geschenkt. Da war ich für ein Porträt im Buchladen, also im Buchland in Bad Wildungen. Das ist eine fantastische Buchhandlung, wunderschön, mit sehr netten Menschen darin. Und der Geschäftsführer Bernhard Schäfer hat mir zum Abschied gleich zwei Bücher in die Hand gedrückt. Eins davon wollte ich eigentlich kaufen, aber er hat mich nicht bezahlen lassen. Danke nochmal dafür. Und das war Stella Goldschlag, wohlgemerkt. Nicht der Roman von Takis Würger, sondern die Biografie von Peter Weiden aus dem Steidl Verlag. Mir hat ja schon der Club von Würgern ist so besonders gut gefallen und in Stella hatte ich reingelesen, aber diese Art der Aufbereitung hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe sehr viel Literatur über die Nazizeit gelesen, über den Holocaust, aber über die sogenannten Judengreifer eben noch nicht und würde da jetzt gern mehr drüber erfahren. Fall von Stella war es ja so, dass die Nazis sie unter Druck gesetzt haben, von ihr verlangt haben, andere Juden, die sich verborgen hatten, zu denunzieren, weil sie sonst die gedroht haben, die Eltern umzubringen, was die Nazis dann am Ende, soweit ich weiß, trotzdem getan haben. Letzten Endes hat Stella Goldschlag den Tod von mehr als 100 Menschen auf dem Gewissen und einer ihrer früheren Mitschüler, ebenfalls ein Jude, so wie Stella, hat sehr gewissenhaft diese tragische Geschichte erzählt und bei einem Respekt ist was ganz anderes als das, was Takis Würger mit seinem fiktionalen Zugang probiert hat. Und dann hat Bernhard Schäfer mir noch diesen ungewöhnlichen Band hier mitgegeben. Das sind Porträts, Fotografien von Lesern drin und Statements, warum sie lesen, was das Lesen für sie bedeutet. Ich sammle ja Bücher, wie ihr eventuell schon mitbekommen habt, über Bücher, über das Leben mit Büchern und Buchhandlungen. Vielleicht stelle ich das mal in einem eigenen Video vor, denn da ist schon echt eine ganze Menge zusammengekommen an Titeln. Und Faszination Lesen von Katharina Jäger passt da eben wunderbar herein. So, und jetzt werden wohl die meisten denken, hier der Arsch, der bekommt so viel Bücher geschenkt, eine Rezensionsexemplare und in diesem Monat stimmt das auch. Eigentlich ist es gar nicht so sehr meine Aufgabe, irgendwas zu rezensieren, sondern das hat sich jetzt einfach irgendwie ergeben und kommt normalerweise gar nicht so oft vor. Der Hansa Verlag experimentiert ja gerade, wie er die Schutzfolie bei seinen Büchern weglassen kann und ist auf die Idee gekommen, den Schutzumschlag zu verlängern bzw. die Klappe zu verlängern, sodass man die um das Buch wickeln kann. Ich finde das eine sehr interessante Idee, vor allem die Variante mit dem verlängerten Schutzumschlag. Das Ganze ist leider noch nicht so tauglich für eine Massenproduktion und mehr so ein Experiment. Wenn man sich jetzt tiefer mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man fest, dass da noch viel mehr dran hängt, nämlich die Lagerung der Bücher, der Transport. Okay, darum geht es jetzt hier auch überhaupt nicht, sondern um die Bücher, die ich erhalten habe. Das ist einmal die Nickel Boys von Colson Whitehead, das ich unbedingt lesen will,
auch wenn es mich daran erinnert, dass hier irgendwo noch Underground Railroad rumsteht, was ich auch unbedingt lesen wollte und es nicht geschafft habe aus Gründen. Und jetzt kann Whitehead mir noch mehr ein schlechtes Gewissen machen. Und dann ist hier von Karen Köhler Miro Loy angekommen. Ich habe von diesem Buch, von Buchhändlern und Literaturbloggern bisher nur Positives gehört. Das ist ein aktueller Lieblingstitel, wird auch so als Geheimtipp gehypt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ein Romandebüt, viel mehr kann ich nicht drüber sagen. Dann sind hier noch zwei Bücher eingezogen bei mir, die schon mal hier waren und die dann aber wieder ausgezogen sind, bevor ich sie lesen konnte, weil sie als Geschenk herhalten mussten. Einmal die Biografie Alexander Humboldt, passenderweise zum Humboldt-Jubiläum erschienen. Das ist ja immer so ein gern genommener Anlass, zum runden Todestag oder Geburtstag da die Bücher rauszuballern. Ich hoffe jetzt, dass diese Biografie was taugt. Ich weiß sehr wenig über Humboldt und ich hoffe, dass diese Einführung von Andrea Wolf nicht so trocken ist. Dann wieder bei mir eingezogen das Leben des Vernon Subotex. Das hatte ich ja mal in der Buchhandlung Seeseiten geholt. Die ganze Welt hat es schon gelesen, hat schon abgelästert über Teil 2 und Teil 3. Ich bin immer noch auf dem Stand vom letzten Jahr, dem Hype hoffnungslos hinterher. Macht aber nichts. Ich mag Bücher über Arschlöcher und hoffe trotzdem, dass mir dieses Buch gefällt. Das war der Book Haul schon. Lasst mir bitte auf jeden Fall einen Kommentar da, ob ihr eins dieser Bücher kennt, ob euch eins dieser Bücher interessiert. Ich würde mich hier gerne mit euch austauschen. Das ist ja der Grund, warum ich diesen Kanal hier überhaupt betreibe, mir die Arbeit mit den Videos machen. Also schreibt hier auf jeden Fall. Dann können wir ein bisschen diskutieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.